Leute und hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge Minecraft Tech It Light zusammen mit Markus und Futur. Wir befinden uns hier gerade im Keller, den Futur die letzte Folge ein bisschen umgebaut hat. Und ich würde sagen, Futur, du machst es super und ich beschäftige mich jetzt gleich mal mit meinem neuen Projekt hier. Der Beleidigung gleich am Anfang der Folge, das geht ja gar nicht. Aber ich muss noch schnell was holen von drüben. Hallo? Was denn? Ist eine ziemlich gruselige Halle hier, Markus. Ja. Ja. Ja, wenn plötzlich Bastel Cobblestone zu Stein wird. Und die erweckt so ein bisschen den Schein eines bösen Wissenschaftlers. Nee. Ist es auch ja auch irgendwie so ein bisschen, glaube ich. Bei Spackos, zwei Wahnsinnige vielleicht. Ja, zwei Wahnsinnige. Das trifft es eigentlich ziemlich gut. Ja, ich glaube, so bleibt das, so sieht das gut aus und der Rest ist mir egal. Ein bisschen zubauen. So. Davor. Wow, das wird jetzt wieder nervig. Silber und Gold. Alter, wie geil ist das denn? Ich liebe geschnittene Steinblöcke. Nichts besseres. Alter, wie geil ist das? Wir haben fast kein Silber, Ingot. Nicht? Ja, fast nicht. Da braucht ihr zu viel. Und du weißt schon, dass man die ganz oberen Touren nicht aufkriegt? Ja, das habe ich auch gecheckt. Ist aber egal, das sieht geil aus. Machst du das, Sven? Ich? Ja. Ich arbeite. So, das da hier was? Ist der Import, oder? Ja. Gut, da muss der Import einmal kurz deinstalliert werden. Zack. Dann das da rein. Ja, ich bin jetzt dabei, hier umzusteigen auf die geheime Tarnrüstung, die sich vielleicht Markus dann auch noch zulegen wird. Mal gucken, das muss er entscheiden, aber ich habe mich dafür entschlossen, diesmal auf diese Rüstung hier umzugehen, auf diesen geheimen Anzug. So ein bisschen Guys in Uniform mäßig. Es passt auch so ein bisschen zum verrückten Wissenschaftler, so vom Design her, finde ich. Perfekt. Eigentlich so das. So, dann haben wir das hier schon mal. Soll es dann auch erst einmal ein bisschen reichen, glaube ich. Zack. Eine Wand ist. So, dafür brauche ich jetzt das da viermal. Das heißt 4 mal 4, 8, 16. Ja, das brennen wir gleich alles auf einmal. Rein damit, zack. Da kannst du jetzt keine Lampen hinbauen, keine Fackeln dran packen. So, das wird jetzt halt direkt ins System geballert. Super. So. Packen. Oh, so, wie geht das jetzt wieder? Aber dafür brauchen wir jetzt einen Induction Smelter oder was? Das wird ja echt kompliziert. So, der Keller ist sauber endlich mal. Also ich bin jetzt wieder beschäftigt für die nächsten Folgen. Ach du Scheiße. Ben, nimm mir mal Holz mit. Sag mal, ich komme nicht mehr so schnell. Duktchen, was willst du bauen? Du und Schmelzer. Alter, was ist denn das? Redstone Vestigian Coil? Ein Frame? Na gut, das ist ja einfach herzustellen. Warum haben wir keinen Invar? Invar Ingot kriegen wir aus Iron und Ferrous. Ferrous Metal, und wie kriege ich Ferrous? Im Pulverizer.
Was? Ja, so schwer ist das Ding jetzt auch nicht herzustellen. Gibt schwereres. Wo kriegt man Ferris Ingot jetzt wieder her? Alter, hier ist ein Enderman. Ich suche ihn gleich. Ferris Ol. Okay. Nö, ist keiner. Es regnet ja eh. Ja eben, der hat sich rumteleportiert. Minium Stone. Das für ein Dinger. Coal. No modular powerful side ended for in the wild. Du hast keine Ahnung, also lass die Finger davon. Gefällt mir nicht. Coal, und was habe ich jetzt da gesagt? Ferris. Ich glaube, das wird richtig kompliziert, die Scheiße. Aber Foto, ich weiß jetzt übrigens, wie man Ferris herstellt. Guck mal in den mittleren. Klasse. Ist ja kaum aufwendig, ne? Nee, kaum. So, jetzt haben wir ein Stack Ferris Öl. Oh, Ingot. So, und das brauche ich jetzt da. Inver Blend, und dafür brauche ich Iron Dust und Ferris Dust. Und Ferris Dust muss ich jetzt hier muss ich das hier wahrscheinlich wieder abbauen. Zack, weg. So, ich hoffe mal, das geht jetzt da. Nein, Ferris kann man nicht im Rotary Macerator verarbeiten. Nee, haben wir ja schon probiert. Oh, ja, auch die Ingots aber nicht, das ist gerade mein Problem. Und für Inver Blend brauche ich Pulverized. Inver Blend? Dafür brauche ich jetzt einen Pulverizer, verdammte Scheiße. Okay, das wird ein Megaprojekt. Das wird echt ein Megaprojekt. Was Inver Blend sind? Pulverizer. Der braucht wahrscheinlich da wieder eine andere Art von Strom. Natürlich, der braucht das, was wir da unten haben für die Quarry. Aber das ist ja okay, dann zacken wir einfach da ab. Da oben fehlen noch Platten. So, okay, ich brauche einen Piston, zwei Flint, Copper, Redstone Reception Coil. Was ist das jetzt wieder? Redstone und Gold. Okay, das ist voll. Nicht so schwer, das Reception Coil. Ich hab's verkackt. Aber ich habe jetzt alles schön verkleidet. Wie man einfach das einfachste Rezept verhauen kann, das ist unglaublich. So. Pfeife. Copper. Flint. Haben wir noch Pisten? Ja, Pisten müssen wir noch haben. Nein, haben wir nicht. Aber zum Glück weiß ich inzwischen das Pistenrezept auswendig. Wood. Alter, was da unten an Zombie-Dinger waren bei unserem Tor. End. Netter. Kobbel. Alter, wir haben gleich kein Cobblestone mehr, Futur, ne? Ist dir schon klar. Warum? Wenn dein Zeug alles verbraucht. Scheiße! Hat doch nur zwei Dinger angeschlossen. Ja, und die beide achtfach overclockt. Ich bin die gar nicht fressen. Fressen die. Und jetzt brauche ich noch einen Meshen Block. Hier brauche ich Glas, Gold und Iron. Ich habe zwei Quarries am Laufen, also die müssten das doch schaffen. Hast du zwei Quarries am Laufen? Ja. Aber dafür wird wahrscheinlich der Strom nicht reichen. Doch. Laufen die auf Vollpower? Ja, laufen auf Vollpower. Okay, krass. Kannst du gerne gucken, wenn du willst. Nein, will ich nicht. Ich habe gerade mein eigenes Projekt. So, jetzt habe ich hier einen Pulverizer und den schließe ich jetzt da auf der Quarry-Leitung an, ne? Wo ist die Quarry-Leitung? Irgendwo hier unterirdisch, ne? Weil ich komme. Ich habe gerade die Zombie-Pigment ein bisschen sauer gemacht. Naja, Leute. Wir nähern uns auch schon wieder bei dieser Folge dem Ende. So langsam, aber sicher. Ich würde auch gerne nochmal die Leitung anzapfen. Die läuft hier. Ja, das ist gut. Das da ist alles, was ich brauche. Hier. So, und da
Wollen wir da jetzt ein Kabel vorlegen und die Maschine da oben anschließen? Ja, ne? Ich hätte jetzt überlegt, ob wir ein zweites Ding anbauen, Sven. Warte, bevor du hier alles wegmachst. Ob man nicht einfach einen Transport, so nochmal eins hierher, eins nochmal hinsetzt. Was? Einer von den Dimensionstransporter. Weil man diesen oben hinbaut, dann kann man oben das Kabel. Da brauchst du nicht so viel Kabel verlegen, weißt du? Das sind 12 Blöcke, vielleicht Futter. Ja, aber es ist alles Kabelsalat. Guck mal, wie es hier unten aussieht. Da kannst aber die Dinger da führen zu Server-Props. Die Kabel an sich nicht so. Ja, okay, gut, dann mach was. Kabel. Kabel ist im System. Ich habe noch etliches Kabel gemacht. Ja, das kann ich ja theoretisch. Hier oben ransetzen. Dann steht es auch direkt über meinem Tisch. So. Dann schließe ich das hier an. Nur bei dem Zeug haben wir jetzt dann das Problem, es wird immer explodieren. Wenn die Queries durchgelaufen sind. So, du hast gesagt, es ist noch im System, ne? Ja. Golden Transport Energy. Döns heißen die. Golden Contactive Pipe. Ja, bei mir heißen Energy Pipes. Bohrer. Er ist ja auf Deutsch später. Oh, das ist ganz und gar nicht gut. Ich muss das anders anschließen. Sonst liegt mir das gleich um die Ohren. Ja. So ist, glaube ich, besser. Jetzt muss ich nach oben. Ich komme nicht mehr nach oben. Sven, bist du damit einverstanden, wenn ich die Energieversorgung ein bisschen umändere? Ja, solange du nichts in die Luft jagst. Wie hast du dich hier rausgebaut wieder? Vorne. Im Keller. Da kommt eine Tür hin. Ah, ist eine Tür? So, jetzt müsste der Pulverizer theoretisch Strom haben. Ah, ich falle da und runter. Oder? Ja, er füllt sich mit MJ. Und da kann ich jetzt das Ferris Ingot reinwerfen. Hey, es funktioniert, Futur. Es funktioniert. Gut. Sven, guck mal kurz. Kann ich das hier... Er kriegt einen MJ pro Tick, kann maximal 4 MJ pro Tick aufnehmen. Configuration, alles ausschalten. Ich würde das gerne hier andersrum bauen. Aber ich weiß nicht, ob da irgendwas explodiert, wenn ich das mache. Was müsst ihr andersrum bauen? Komm grad mit. Ja, aber Leute, ich würde sagen, wir beenden an der Stelle mal die Aufnahme und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin würde ich sagen, Servus und Ciao. Ciao. So, guck.